Juhu, da sind wir wieder. Was ist denn eigentlich passiert gerade? Ist was kaputt gegangen? Ich habe nämlich irgendein Geräusch gehört. So, bist du traurig? Ach ja, Familiensehnsucht, okay. Wir wissen ja auch, Apollo ist gestorben. Oh, und sie schläft einfach. Ah ne, hier oben ist tatsächlich was kaputt. Warum schläfst du eigentlich? In der Nacht darfst du doch nicht schlafen, sonst wirst du wütend. Geh mal reparieren. Sie ist auch wieder kurz vorm Durchdrehen. Jetzt gucken wir mal gerade, wie alt bist du eigentlich? Du wirst bald erwachsen. Das ist nämlich so die Überlegung, ob sie hier wohnen bleibt erstmal. Vielleicht sogar. Und ich habe gelesen, das Alterungssystem ist nicht mehr verbuggt. Und meine Überlegung ist jetzt, wenn wir nicht mehr jeden Tag hochladen, sondern nur alle 2 Tage oder eher gesagt dienstags, donnerstags und samstags, dass wir das Ganze ein bisschen abändern und wo haben wir es denn? Nicht speichern. Wo ist denn Hauptmenü? Errungenschaft. Ich blind. Spieloptionen. Dass wir dann. Zumindest Lieferung. Gameplay. Automatisches Altern sowieso. Die Lebensdauer auf kurz stellen, um dann einfach die Möglichkeit zu haben, ein bisschen schneller in den Generationen voranzuschreiten und nicht bei nur 3 Folgen die Woche ein halbes Jahr brauchen bis zur nächsten Generation. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Einfach, also es wird vielleicht für mich ein bisschen stressiger, dass die Sims klarkommen im Leben. Es könnte sein, dass sie irgendwie nicht mehr so krass viel kriegen und vielleicht gehen wir dann dazu über, dass wir nicht mehr mit jedem unbedingt zwangsläufig ausziehen und in ein nächstes Haus gehen, sondern dass wir da froh sind, wenn wir ein Haus haben. Das könnte so ein bisschen Änderung sein. Bis jetzt habe ich es ja immer so gemacht, dass die immer ausgezogen sind, aber man kann ja auch mal in ein Apartment ziehen, das ist nicht ganz so teuer. Und dass wir generell so ein bisschen anders vielleicht das Ausziehen handhaben müssen. Wenn sie einfach nicht genug Geld haben oder sie müssen halt wirklich mit deutlich weniger anfangen. Mal sehen, es bleibt spannend und als Erwachsene haben die ja doch ein bisschen Zeit. Das Traurige ist nur, die Tiere werden auch viel schneller altern und sterben und das macht mich sehr traurig. Aber wir werden sehen. Und es soll nicht mehr verbuggt sein. Es bleibt spannend. Ja, ich weiß nicht, steht da. Ja, die altert jetzt in einem Tag. Bei ihr ist das Altern im Moment zum Beispiel gestoppt, weil sie schwanger ist. Das heißt, mit ihr haben wir ja sowieso noch 20 Tage und dann ja ihr Kind. Und sie wird ja gerade erst erwachsen. Da müssen wir mal gucken, ob wir sie hier wohnen lassen als Tante oder ob wir sie ausziehen lassen. Unsere Callisto ist ja glücklicher Single im Moment. Wir müssen mal gucken, ob wir sie auch zum Werwolf werden lassen oder ob sie sich jetzt ein bisschen umentscheidet. Ich glaube, es gibt keine großartig neuen Wünsche. Ja, gut, Liebe ist so eine Sache. Ich glaube, wir ändern. Wir nehmen nochmal Seelenverwandte, wir ändern das. Wir wollten ja eigentlich beide Werwölfe haben, aber wir lassen das. Die Sache ist, wir müssen dann nur gucken mit ihrem Lebensstil als glücklicher Single. Wenn sie dann tatsächlich einen Seelenverwandten findet, wird das natürlich schwierig. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einen Lebensstil gibt, auch mit einer Beziehung. Liebeshungrig. Das wäre noch so eine Sache. Okay. Ihr geht's halt nicht so gut. Hat sie eigentlich eine Freundin? Ja, ne? Genau, Mareike. Vielleicht kann sie auch mit Mareike ausziehen, wenn es dann soweit ist. Oh, da wird sich ein Film angeguckt. Die Filme kennen wir ja schon. Ich bin mal gespannt, wann hier das Kind kommt. Dürfte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen? Muss sie eigentlich irgendwas machen? Hat sie einen Job? Nee, sie ist einfach nur Schriftstellerin. Ja, die darf noch ein bisschen schlafen. Okay, unsere Schwester kümmert sich erstmal um sich selber. Oh, was hat sie da? Mondfrieden.
Weil bei Neumond geschlafen hat. Ach schön, ja, aber beim Mondschlafen findet sie generell eher nicht so cool. Wir sollten mit ihr dringend mal aufsteigen, damit wir vielleicht dieses Mondheulen kriegen. So, wühl mal ein bisschen im Boden. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt sind. Das nächste ist Veteranin. Werwölfin, Territorium markieren. Stimmt, das gehört ja auch noch dazu. Oh, die Wehen haben eingeschaltet. Eingeschaltet, genau. Warte, was stand da? Beruhigen freigeschaltet, hot. Ja, geh erstmal eine Kleinigkeit essen. Schön so einen Fleischteller, what? Habe ich hier einen Mülleimer? Nee, kommt da hin. So, dann kannst du auf Toilette. Was machst du? Baden, okay. Ihr Soziales muss auf jeden Fall hoch. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das Kind nennen sollen. Oh, ich habe eine Idee. Das ist so richtig. Geh mal das Baby bekommen. Das wird jetzt so richtig Klischee, sie Mensch mit Werwolf Kind bekommen und so. Sie bekommt es jetzt zu Hause, keine Lust ins Krankenhaus zu reisen. Ach stimmt, wir sind ja Newcomer. Sie ist ja Promi. So, es wird ja ein Mädchen. Und jetzt so richtig, oh, Hope. So richtig Klischee. Mit ihr wird es auch weitergehen. Verstehen wir noch nicht, warum die Babys immer komplett dunkelhäutig sind, obwohl sie es. Da unten ist es nicht dunkelhäutig, da ist es dunkelhäutig. Welche Farbe hat denn das Kind denn jetzt, wenn es größer wird? So, füttern, an Brust nehmen. So. Oh, ich glaube, das ist ein Werwolf-Baby. Habt ihr das gerade gehört? Ich habe da ein Heulen gehört. So, Social, haben wir einen Laptop? Vielleicht kannst du ja irgendwie chatten. Du hast immer noch Hunger? Spiele. Nee, du kannst. Ha, warte mal. Du kannst dich mal um den Hund kümmern. Umarmen. Spielen. Kümmer dich mal. Ich könnte schon, wenn ich hätte einen Werwolf heulen gehört von dem Baby. Könnte gut sein, dass das Baby ein Werwolf wird. Wild. So, du könntest mal wieder ein Buch schreiben. Schreiben. Genrebuch schreiben. Genrebuch. Fantasy. Komm, wir schreiben ein Fantasy-Buch. Wir werden jetzt Fantasy-Autorin. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich glaube, mit dem Buch. Ja, genau. Ich benenne die jetzt nicht selber. Du hast aber auch einen Kohldampf. Lotterie. Kann sie auch ein Lotto loskaufen? Shopping? Ich weiß nicht. Ist hier nicht das Lotto-Ding? Dieses neue Handysystem. Er ist ausgegraut, sie darf nicht, weil sie Teenager ist, glaube ich. Aber du darfst. Bestimmt hier. Ja. Oh, sie ist aber richtig am Reinschlingen. Geh mal Territorium markieren. Wen haben wir da? Komm, wir beißen einfach. Wir müssen ja eh noch drei Leute verwandeln. Tut mir leid, dass wir dich einfach so beißen. Okay, wir haben eingebissen. Das scheint sie jetzt auch nicht so schlimm zu finden. Okay. Kannst mal ein bisschen schlafen. Hä, sie chillt da einfach. Okay. Scheint sie gar nicht mal so schlimm zu finden. Okay. Geh dich mal um die Windel kümmern. Ja. Wäre gut, wenn sie schreiben mag, so als Autorin. Du gehst mal alleine zur Schule. Tschüss. Ja, das Baby ist ein Werwolf.
Hallo, kannst du dich bitte um das Kind kümmern? Ja, hört ihr das Heulen? Eindeutig ein Werwolf-Baby. So, die Kosen. Hüpfen. Also wir wissen schon mal, Mutter nicht Werwolf, Vater Werwolf, kann auf jeden Fall ein Werwolf-Baby geben. Ich frage mich, ob das immer so ist. Bisschen. So. Wie geht's ihr denn? Sie könnten mal auf Toilette gehen. Ja, sortier mal verdorbenes Essen aus. Was macht sie hier und warum rennen immer alle in mein Haus rein? Beste Freunde werden? Oh, okay. Gerne, also. Wir kennen uns zwar nicht, aber okay. Das ist so random. Warum kommen Teenager in mein Haus und fragen mich, ob ich die beste Freundin werden will? Cookie, süß Doggo. Mhm. Okay, bisschen Geld kriegen wir. Das ist ja schon mal gut. Amatea hat verbotene Wörter benutzt. Ja, sind doch nur Wörter. Passt. Was macht sie hier? Stefan, was möchtest du? Nee, keine Spende. Du kannst mich mal... Oh, der Hund hat ins... Okay. Ist nicht so gut. Wir müssen gleich mal mit dem Hund spazieren gehen. Oh, wir können die Wäsche abhängen. So. Ernsthaft, du wolltest gerade waschen. Den Mülleimer? Ja. Oh, stimmt, wir haben auch noch so Handwerksdingen. Ich wollte ihre Schwester eigentlich geschickt werden lassen, ne? Oh, ist das schmutzig? Ja, okay, scheinbar. Ich glaube, wenn es zu lange drin ist, ist es auch nicht so gut. Oder jemand hat gewaschen. Das weiß ich nicht. Waschzusatz hinzufügen. Blumen. Ja, probieren wir mal. Scheint zu funktionieren. Was ist denn? Wir haben gar nicht so viel Wäsche, kann das sein? Taschen durchsuchen. Wäsche machen. Machen wir mal. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen saubere Wäsche. Ich finde es eigentlich ganz cool hier, dass die... Ne? Und ihr versteht. Es ist auch länger nicht mehr schmutzig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausgemacht habe mit diesen Staubkanickeln. Aber eigentlich nicht. Tschüss. Oh, sie ist richtig wütend. Ich glaube, wären wir dabei gewesen, hätte sie sich einfach in der Schule verwandelt. Und gleich nach dem Kind gucken. Wer ist jetzt da? Okay. Wieso kommen Teenager in mein Haus und wollen beste Freunde werden? Das verstehe ich immer noch nicht. Oh, sie hat gleich Football. So, wir gehen mal gucken. Kannst du bitte von meinem Kind weggehen? Danke. Ja, ist okay. Lad Freunde ein. Hüpfen. Oh, versuchen auf Simnisch zu kommunizieren. Ja, funktioniert nicht, die verwandelt sich gleich. Ja, geh hier im Boden wühlen. Ich höre Wildgänse. Oh, es ist cool, dass man die im Herbst wirklich hört. Okay. Wieso sind jetzt schon wieder so viele Menschen in meiner Wohnung? So, du. Bitte gehen. Bitte gehen. Und du kannst bitte auch gehen. Danke, geht bitte alle nach Hause. Hier ist mir zu viel los auf unserem Grundstück. Vor allem mit ihr, die sich da... Geht zum Training. Hallo. Kannst du bitte zum Training gehen?
Geh hin. Ist nicht schlimm, wenn du dich beim Training verwandelst. Oh, Baby ist wieder voll. Naja, Apollo schreibt. Ach, das müssen wir gleich noch wegpacken. Nein. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich jetzt verwandelt, ist sie zurück. Ja. So, geh mal hier. Territorium markieren. Im Boden wühlen. Da. Das musst du eh noch machen. So, was geht hier ab? Du wischst Sachen auf. Lass das mal. Wäsche weglegen. Und an die Wäscheleine hängen. Ist ja ein bisschen verängstigt. Okay. Dann geh nochmal kurz auf Toilette und schreib mal dein Buch weiter. Schreiben. Weiterschreiben. Oh, sie hat Bücher gefunden. Okay, Bruno und Amathea sind Freunde geworden, wie auch immer. Pinkel mal noch ein bisschen in den Garten, Kind. Musst du eh machen für deinen. Muss auch irgendwann Alpha werden. Oh, sie hat was gefunden. Der Hund möchte spazieren. Okay, kriegen wir hin. Oh, der Hund ist verängstigt. Oh. Amadoko. Okay, sie schreibt noch ihr Buch. Danach kann sie mal mit dem Hund spazieren. Ach, weil sie verängstigt. Ja, jetzt ist es auch nicht mehr sauber. Oh, das ist so traurig. Warte mal, was möchte sie? Ach, okay, komm. Du darfst auch nochmal neu heiraten, auch wenn du bald stirbst. Das ist dieses, der Doggo will spazieren gehen, aber er hat auch Angst. Wo geht sie hin? Hör mal auf damit, geh hier hin. Ich glaube, sie hat jetzt mit dem Buchschreiben aufgehört. Du kannst mal mit dem Hund spazieren gehen. Tierpflege, spazieren gehen. Geh mal eine Runde joggen. Okay, sie hat sich zurückverwandelt. Das ist doch gut. Ja gut, hier brauche ich mir nichts von holen. Ja, geh mal was essen. Oder verdorbenes Essen aussortieren. Ist auch in Ordnung. Was hat sie? Nun ja, das war seltsam. Okay. Ich möchte gerne das Werwolfgeheule kriegen. Damit sie vielleicht andere Eigenschaften haben kann. Ah gut, da sind noch Essensreste. Schnapp dir mal was, Kind. Ich weiß gar nicht, wann wird Hope älter? Morgen, okay. Ich glaube, in der Lotterie gewinnen wir eh nicht. Gut, schlafen darf sie jetzt auch nicht. Dann gehen wir nachdenklich duschen danach. So. Wie sieht's bei dir aus? Oh, sie freut sich. Wir müssen uns gleich noch um die Wäsche kümmern. Warte mal, das kannst du machen. In die Waschwanne. Dann kannst du die nochmal sauber machen. Perfekt. Ich glaube, sie hängt sie danach automatisch an die Leine auch. Oh. Mutti hat gegessen. Schmutzige Windel wechseln. Danach darfst du auf Toilette. Hast du dein Buch eigentlich fertig geschrieben? Nee. Ernsthaft schon wieder? Ist es jetzt der Hunger? Warte mal. Wir kümmern uns mal um die anderen Sachen. Oh. Ja, komm. Ich glaube, es ist Hunger. Ja, okay, es ist Hunger.
So, wo ist das Schreiben? Weiterschreiben. Hast du die Wäsche aufgehangen? Nee. Wäsche bringen zu Wäscheleine. Mann, ihr könnt auch Sachen erst fertig machen. Das darfst du aufwischen. Oh, Amalthea hat Geburtstag. Und kannst mal Cookie baden. Cookie muss mal sauber gemacht werden. Oh nein, ernsthaft? Was ist jetzt? Ende der Rangordnung. Okay, ja gut, du kannst schlafen gehen. Passt schon. Kannst du verschwinden? Ja, ist mir egal, ob sie aus dem Rand nicht verschwindet. Bist du fertig? Dann kannst du nämlich hier einmal reparieren, bitte. Dann kannst du das danach mal füllen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen müssen? Gut, schlafen darf sie jetzt nicht. Kannst auf Toilette gehen. Das kommt mal in den Müll. Du könntest eine Runde Sport machen. Ist hier nicht auch irgendwo? Da. Du könntest mal bei deinen Guys hier rumhängen, auch wenn die nicht da rumhängen. Aufgebrachte Wiederholung. Mach das mal. Schmeißt eine Arme vom Schrubben. Dann kannst du jetzt ein bisschen Sport machen. So, dem Kind geht's soweit gut. Mutti schläft. Gucken wir mal, Amalthea müsste jetzt am Trainieren sein. Die wird einfach bufft. Ach, die zwei haben heute Geburtstag. Spannend. Aber den Geburtstag schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut gern auch übermorgen wieder rein. Und wir sehen uns. Tschüss.